Hello, hello. So just because you liked my video from yesterday so much making this bed, because the finished bed I showed you, I now make a new video because I got the second part portion of the set, carding set I got from Frau Wölfchen. And I just show you how I made this. So, und jetzt werde ich auch wieder wechseln aufs Deutsch, in die deutsche Sprache. Und das ist der zweite Tag, dass ich diesen Drumcarder von Ashford nutze. Daher seht es mir nach, falls ihr etwas seht, was ich nicht richtig mache. Oder schreibt mir in den Kommentaren, wie ich es besser machen kann. Ich habe den Kader gebraucht, gekauft. Und bin echt begeistert. Die Qualität ist super. Er ist schön lackiert. Hat keine rauen Stellen. Und ich muss mich jetzt halt da langsam rantesten. Ich habe auch noch nicht rausgefunden. Manche machen also bei feinen. Na, bei feinen Fasern. Aber auch Merino geben manche hier von oben rein. Das ist jetzt bei mir wirklich ein Lernprozess, so wie ihr das von all meinen Videos kennt. Ja, ich gucke mir ein paar Videos an auf YouTube und dann fange ich an, selber ein paar Sachen auszuprobieren. Learning by doing. Und ich glaube, das Kadir-Set von Frau Wölfchen, das ist schon ein Jahr alt. Aber ich wollte mir das irgendwie aufheben für eine Kadir-Maschine. Und wollte das nicht mit den Handkarten machen. Denn in dem Set sind 100 Gramm drin. Und das war mir mit den Handkarten ein bisschen zu viel fürs Erste, weil ich ja auch mit den Handkarten auch noch nicht so lange unterwegs bin. Und ich habe festgestellt, es passt viel mehr rein, als ich mir zutraue. Also manche machen da über 100 Gramm Beds. Und ich habe jetzt 50 Gramm gestern gemacht. Oder sogar, glaube ich, ein bisschen weniger und den Rest eben jetzt heute. Sehen, ob das so klappt. Ich traue mich auch am Anfang jetzt noch nicht so viel da reinzulegen. Aber ich möchte euch eben gerne mitnehmen, weil ich weiß, viele von euch stehen auch am Anfang. Und wenn man die Videos anschaut vom
Drumcada. Es gibt sehr viele Englischsprachige. Und da ja, sieht das alles so einfach aus. Die machen da eine Lage nach der anderen. Und wenn sie das Bett dann runterholen, dann sieht das fantastisch aus. Und ja, es ist nicht so einfach, wie es aussieht. Aber es ist auch nicht so schwer. Und das hier ist, glaube ich, Rami. Oder ja, Rami, glaube ich. Das ist, glaube ich, Rami. Und die bunten Fasern waren Nylon. Oder nee, auch Rami. Ach, das weiß ich. Ich kenne mich noch nicht so genau mit den super feinen Fasern aus. Ich weiß nur, dass Rami auf jeden Fall auch drin ist. So ein Angelina nehme ich ganz, wirklich ganz, ganz, ganz wenig. Vor allem auch, weil ich nicht mag, wenn das die Angelina-Fasern überall in der Wohnung auftauchen. Heute Morgen hatten wir sie beim Frühstück. Da ist hier jemand not amused im Haushalt. Aber ein bisschen muss schon sein. So, und jetzt habe ich das noch. Ein bisschen pink. Okay, so kann man das auch machen. Aber ich merke schon, also bei der Merino geht das auf jeden Fall besser. Wenn man das hier reinpackt. Ich muss mal gucken, ich könnte den Packer Brush leicht. Nee, ich dachte noch ein bisschen strammer machen, aber sehr schön. So, und ich mache das ganz vorsichtig. Also nicht so viele Fasern, weil man braucht wirklich sehr viel Kraft dazu. Und jetzt stehe ich natürlich auch nicht so geschickt wegen der Kamera, damit ich nicht im Bild stehe. Schaut mal, wie schön das aussieht. Ich hoffe, ihr könnt das alles sehen. So, und hier machen manche das auch mal so, mal so. Manche gehen hier richtig brutal rein und ist hier auch jemand, das ist ja auch gebraucht, auch schon so reingegangen, weil hier sind dann in dem Alu richtige Kinken reingehauen. Aber so geht es sehr gut. Muss ja jetzt auch nicht schnell gehen, wir sind ja nicht auf der Flucht. Ist das nicht wunderschön? Beautiful. So. Den Packer Brush muss ich jetzt hochklappen. Sonst habe ich da ein Problem, weil die Rolle ja so wieder zurückgeht. Schaut euch das mal an.
schaut mal, wie eine Galaxie. So, die Seite möchte ich gerne außen haben. Wundervoll. So, ich hoffe, das hat euch gefallen. Ich werde euch auf jeden Fall in Zukunft weiterhin mitnehmen. Und bin gespannt. Ich muss jetzt erstmal noch ein paar andere Fasern kaufen, eben wie dieses Rami und ein bisschen Angelina, ein ganz kleines bisschen und Seide. Das möchte ich alles da drin verarbeiten. Und bin gespannt, wie das wird. Tschüss, bis bald, eure Pammy.